Zu Vino sag ich Nino. Zu viel Wein, das kann nicht sein. In jedem Schüttelreim steckt auch eine Wahrheit. Warum das so ist, das erfährst du im Wohnzimmergottesdienst. Herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst. Schön, dass du da bist. Es geht um Früchte, die Früchte des Glaubens, wie sie größer, süßer und schöner werden. Und es geht darum, wie sie wachsen. Wie wachsen wir in unserem Leben, in unserer Persönlichkeit, im Glauben? Daniel hat spannende Gedanken und spannende Perspektiven und ich glaube, es wird richtig tief heute. Das wollen wir feiern, dass wir wachsen dürfen und wachsen sollen zu ihm, dem Licht unseres Lebens. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Glauben wachsen, Jesus ähnlicher werden, im Glauben irgendwie stabiler und größer werden und reifer. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das auszudrücken. Dieses, irgendwie werde ich ein bisschen mehr Christ, ein bisschen erwachsener im Glauben, irgendwie hole ich ein bisschen, das klingt jetzt so technisch, ein bisschen mehr da raus. Das ist etwas Wunderbares und ich gehe fest davon aus, dass du dir das auch schon mal vorgenommen hast. In den allermeisten Gemeindevisionen steckt das in irgendeiner Form drin, weil es Sehnsucht ist von sehr vielen Menschen, die von sich sagen, ich bin Christin oder ich bin Christ. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass das irgendwie weitergeht und auch besser wird. Dass Jesus unser Leben irgendwie noch mehr prägt und dass das natürlich, weil wir an ihn glauben und weil wir glauben, dass er wunderbar ist, auch wunderbar ist für unser Leben. Und gleichzeitig ist das Thema nicht so leicht. Man kann sich da leicht verrennen, verhaken, sich verbeißen oder so knitterig werden. Ja, oder so total verkrampft und dann klappt das nicht. Und dann ist man vielleicht auch frustriert.
ist ein spannungsvolles Thema, denn man kann Wachstum nicht machen. Ja, aber gleichzeitig kann man sich dem natürlich verschließen. Also man kann nicht sagen, ich gehe nicht in den Gottesdienst, ich lese nicht in der Bibel. Das ist nicht dein Thema, sonst wärst du jetzt nicht hier. Ich möchte mit dir über einen Text nachdenken, über Johannes 15. Jesus spricht von dem Weinstock und von den Reben. Und ich bin der Meinung, dass er dort eigentlich das Wesentliche, was wir zu diesem Thema wissen müssen und beherzigen müssen, was, glaube ich, uns da wirklich voranbringt, das sagt er hier. Deswegen lohnt es sich, finde ich, das genau zu lesen, genau hinzuschauen und zu gucken, was er damit meint. Und da dann, glaube ich, verstehen wir besser und klarer, wie das funktioniert mit dem Wachstum und können uns dem auch öffnen. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine unfruchtbare Rebe und vertrocknet. Man sammelt die vertrockneten Reben ein und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bewahrt, dann gilt, ihr dürft bitten, was immer ihr wollt, und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Jesus redet vom geistlichen Wachstum. Er redet davon, wie das geschieht, ja, wie Gott etwas in uns hervorbringt und unser Leben uns sich auf eine gute Weise verändert. Ich möchte mit dir über drei Dinge nachdenken. Einmal, was eigentlich gemeint ist mit Frucht. Klingt positiv, ist es auch, aber was meint Jesus hier? Und dann die Frage, wie funktioniert dieses Wachsen? Und das ist ein bisschen tricky. Ja? Jesus drückt das hier so spannungsvoll aus, glaube ich, wie es ist. Und das mit dem Verbrennen, das machen wir auch noch. Das ist das Dritte. Ja? Das klingt ein bisschen düster, finde ich, ja? Dass da was verbrennt. Wir gucken an, was da verbrennt und warum. Also zunächst das Erste. Was ist das für eine Frucht? Weintrauben, also im Bild sind Weintrauben gemeint. Ja, sicher, das kennst du. Das ist in unserer Gesellschaft was völlig Normales. Man mag sie nicht, es gibt sie kernlos, es gibt sie in verschiedenen Größen, es gibt sie in jedem Supermarkt. Das ist für uns nichts Wildes. Zur Zeit Jesu ist das was anderes. Ja, also zur damaligen Zeit, ein Weinstock, da hat man 3 Jahre Arbeit und dann hat man vielleicht eine Frucht. Und da hat man unendlich viel investiert und hat halt so lange diese Unsicherheit. Das ist, wenn es dann passiert, dann ist das das Größte. Also wer in seinem Weinstock sitzt und von dem Wein isst oder dann auch das Getränk trinkt, der hat es geschafft. Also der hat viel richtig gemacht im Leben, der ist von Gott gesegnet. Das ist einfach das, was jeder will. Für Jesu Zuhörer ist völlig klar, Wein großartig. Es gibt im Alten Testament auch die Ebene, da ist das Bild anders und das ist wichtig. Dass Israel der Weinstock sei, und Gott der Weinbauer. Und dann die Propheten, die drücken dann auch Unzufriedenheit darüber aus, dass Israel so wenig Frucht trage. Das gibt es im Alten Testament auch. Also was ist die Frucht? Zwischenergebnis, die ist auf jeden Fall etwas Großartiges, etwas, das dem Leben dient, etwas, das jeder vernünftige Mensch anstrebt, schon aus egoistischen Gründen, und zugleich auch etwas, was Gott will für Menschen, die mit ihm leben. Ich glaube, wir können noch ein bisschen konkreter werden. Was ist die Frucht? Denn Paulus nimmt darauf Bezug. Im Galaterbrief schreibt er, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Ja, moderne Übersetzungen sagen immer Selbstbeherrschung. Es ist Selbstbeherrschung im umfassenden Sinne gemeint. Also, das ist diese Frucht. Wachstum im Glauben bedeutet, dass Jesus ein Wachstum schenkt. Dass da Früchte hervorkommen und dass diese Dinge das Leben prägen. Und das ist keine erschöpfende Liste, die Paulus da macht, aber ich glaube, sie bringt uns auf eine gute Spur. Was ist das für eine Frucht? Es dient dem Leben. Es ist etwas Wunderbares. Ein vernünftiger Mensch strebt das an. Gott will es, Paulus benennt es. Ja, die Liebe ist etwas, das Jesus in uns hervorbringt. Ja, die Liebe, er befreit, er liebt uns und er befreit uns zu Liebe. Dann macht das Leben besser. Die Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes, schreibt Paulus. Etwas, das an diesem Weinstock wächst. Die Freude, wie wichtig Freude ist, merkt man dann, wenn sie fehlt. Wenn die Freude fehlt im Leben, dann wird es dunkel. Gott will, dass wir Freude haben. Er lässt das wachsen. Der Friede, in innerer Friede mit Gott, der strahlt aus. Ein Frieden, den ich mit mir machen kann, der mit anderen dann auch
auch funktioniert. Wachstum im Glauben heißt, dass wir auch im Frieden wachsen, ja, dass unser innerer Frieden größer wird. Geduld ist eine Frucht des Geistes, ja, solche Entspannung. Ich glaube, viele von uns wünschen sich das, ja, dass wir irgendwie entspannter sind. Das sagt man, entspann dich. Ist mal leicht gesagt, schwer getan. Etwas, was wir von Gott erbitten können. Die Freundlichkeit. Wie schön ist es, freundlich behandelt zu werden. Die Güte. Eine Frucht des Geistes, dass ich meinen Mitmenschen gütig, wohlwollend angucken kann. Wohlwollend. Ich meine, dass ich das Beste erstmal von ihm erwarte. Das ist manchmal schwer, aber es ist immer eine Chance. Wenn ich einen Menschen gütig anschaue, es ist immer eine Chance für ihn und für unsere Beziehung und damit auch für mich. Die Treue ist eine Frucht des Geistes, dass ich die Stärke habe, dass das, was ich sage und das, was ich tue, dass das zusammenpasst. Eine Basis für jede funktionierende Beziehung. Sanftmut. Jesus sagt von sich selbst, dass er sanftmütig ist. Das bedeutet, ich meine, bei Jesus sehen wir, das heißt ja nicht, dass er irgendwie immer nett ist oder dass er nie da auch eine starke Emotion hat. Aber er hat so was Ehrliches, Aufrichtiges, Gutes. Jesus ist sanftmütig und wenn diese Frucht in uns wächst, dann werden wir ihm ähnlicher. Und eben auch die Selbstbeherrschung, / Keuschheit. Also eine Selbstbeherrschung. Auch in sexuellen Dingen. Dass ich Dinge vermeiden kann, das sind meine Emotionen, dass ich das unter Kontrolle habe. Das ist hier gemeint. Das ist etwas, was Gott uns schenkt. Dass ich nicht aus einer Laune oder aus einer Wut oder aus welcher Emotion auch immer etwas tue, das mir oder anderen schadet. Etwas, was Gott uns schenkt. Ein Wachstum im Glauben. Frucht des Geistes, wie Paulus es beschreibt. Was er in uns hervorbringt, das ist etwas Wunderbares. Etwas, das gut ist für unser Leben und gut ist auch für jeden, der uns begegnet. Das war das Erste. Ja? Was ist die Frucht? Was wächst da? Jetzt haben wir ein Bild davon. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? Und das ist ja das, worum es Jesus eigentlich geht in seiner Rede hier. Er spricht von dem Weinstock. Wir schauen uns mal das Bild an. Jesus spricht von einem Weinstock. Und es ist ganz klar, der Weinstock, der bringt eigentlich die Frucht hervor. Der sorgt dafür, dass da das Wasser hinkommt. Ja, da ist ein Nährstoffe im Boden und da ist der Weinstock und die Blätter und so weiter. Und die tun das Eigentliche und dann entsteht Frucht. Und hier macht Jesus ganz bewusst eine ganz entscheidende Unterscheidung, die uns entlastet. Er sagt ja nicht, du bist der Weinstock, sieh mal zu. Sondern Jesus sagt, ich bin der Weinstock, du bist die Rebe. Die Rebe macht eigentlich gar nichts. Die Rebe ist so ein Stückchen Holz, das bleibt eigentlich nur am Weinstock. Das ist die einzige Rolle. Ich bleib hier dran, so, und dann entsteht die Frucht von allein. Jesus ist der Weinstock. Was früher, dann im Alten Testament, war ja noch Israel der Weinstock. Da steckt irgendwie mehr Druck drin. Hier ist Jesus der Weinstock. Da ist eine Verlagerung oder eine Verschiebung der Zuständigkeit und der Verantwortung hin zu ihm. So, und bei uns bleibt die Aufgabe, an Ort und Stelle zu bleiben, als Rebe. Und die Frucht hervorzubringen, aber ja letztlich nicht aus uns heraus, sondern aus ihm heraus. Wir sind doch die, die gesegnet werden. Und das ist, glaube ich, der tiefere Sinn auch hier drin. Es ist ja schlicht absurd. Warum sollte sich eine Rebe vom Weinstock trennen? Das ist total bescheuert. Am Weinstock hat sie ein Leben. Am Weinstock kommt sie in den Genuss der Frucht. Ohne den Weinstock ist die Rebe gar nichts. Ein Stückchen Holz, das niemand gebrauchen kann. Es ist komplett widersinnig, als Rebe sich vom Weinstock zu trennen. So, und Jesus erzählt ja aber dieses Bild. Und er sagt ja nun mal, ihr seid die Reben. Und dann kommt ja noch diese Warnung. Also offensichtlich kann es doch passieren, dass sich eine Rebe vom Weinstock trennt. Sonst bräuchte Jesus das hier nicht zu erzählen. Das passiert. Und die Frage ist ja, warum? Ich glaube, es hat mit dem Weingärtner zu tun. Den beschreibt Jesus hier ja auch. Der Weingärtner beschneidet den Weinstock. Also er nimmt Triebe ab, die keine Frucht tragen, die auch im Schatten liegen. Das ist also für Jesu Zuhörer das Normalste der Welt. Das muss jeder tun, der Wein anbaut. Und heute läuft das auch noch so, nur dass wir es halt nicht mehr so kennen. Der Weinbauer tut das, was ein Weinbauer tut. Und Gott ist der Weinbauer. Gott beschneidet die Reben. Gott sorgt dafür, dass sie mehr Frucht bringen. Er reinigt sie, sagt Jesus. Ganz normales Geschäft. Aber für uns auch Herausforderungen. Und vielleicht auch manchmal auch Prüfungen. Denn die Frage ist doch, ob Gott das darf. Darf Gott wie ein Weingärtner an dir arbeiten? Darf er dich verändern in deinem Sinne? Darf Gott dir auch etwas wegnehmen, das dir nicht gut tut? Etwas wegnehmen, das der Frucht im Weg steht? Also eine Härte, eine Lieblosigkeit, eine Ich-Bezogenheit, ein immer Recht haben, der Konsum von irgendetwas, was dir schadet, irgendeine Sünde, es kann alles Mögliche sein. Es geht nicht um das Was, sondern es geht um das Ob. Es geht darum, ob
Gott wie ein Weingärtner an dir arbeiten darf. Ob Gott dich verändern darf. Das höre ich zumindest, dass Jesus uns das durch diesen Text doch relativ scharf fragt. Und dass das auch unser Anteil ist am Wachstum. Ja, ich glaube, in diesem Bild, die Rebe macht nichts. Ja, und das Einzige, wozu Jesus uns, die wir die Rebe sind, auffordert, bleibe in mir. Ja, aber um an ihm bleiben zu können, dazu gehört ein Ja natürlich dazu, ich bin Christ, ich gehöre zu Christus. Wenn es um Glaubenswachstum geht, steckt aber auch, ja, Gott darf mich verändern in seinem Sinne. Ja, ich glaube, dass es Dinge gibt, die weiß er besser als ich für mein eigenes Leben. Und das ist schwerer in der Praxis, als es klingt, in der Theorie. Das fragt Jesus uns und müssen wir uns aussetzen. Unsere Aufgabe auch, glaube ich schon, das natürlich zu bejahen, Gott anzubeten, zu sagen, es ist okay, ich möchte, dass du an mir arbeitest wie ein Weinbauer, dass du mich veränderst in deinem Sinne. Und ich möchte, dass das, was du willst für mein Leben, ich möchte, dass das wächst in meinem Leben. Ja, ich möchte, dass die Liebe, die Freude, der Friede, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut, die Selbstbeherrschung, ich möchte, dass diese Dinge in meinem Leben größer werden. Weil du das für mich willst und weil das einfach gut ist, weil ich damit auf einen guten Weg komme. Das ist schon unser Anteil, dass wir da einstimmen und das zulassen, dass wir da mitmachen. Und trotzdem kommen wir nochmal, das ist das Dritte, ne? Das Dritte, was müssen wir mit dem verbrennen? Wir wissen jetzt, was ist das für eine Frucht? Wir wissen jetzt, wie funktioniert das mit dem Wachsen? Jetzt ist noch die Frage, warum spricht Jesus hier davon, dass was verbrennt? Ja, und die Reben und wenn das, wir lesen das nochmal. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, der wird weggeworfen wie eine unfruchtbare Rebe und vertrocknet. Man sammelt die vertrockneten Reben ein und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennen. Wenn ich sowas lese, dann gebe ich zu, mir macht das Angst. Also es ist dann je nach Tagesform eine Abwehrhaltung oder dass es mir Sorge bereitet, dass ich so höre, Daniel, du musst mehr machen, ja, du bist so oberflächlich Christ, du meinst das alles nicht ernst, du musst dir mehr Mühe geben. Das höre ich zuerst, aber das ist sicher falsch. Ja? Das ist sicher nicht das, was Jesus sagen will, weil er sagt doch die ganze Zeit, ohne mich könnt ihr nichts tun, ihr müsst in mir bleiben. Es geht nicht darum, dass du einen guten Fünf-Punkte-Plan machst. Das will Jesus uns ja gerade nicht sagen durch diesen Text. Es ist was anderes, die Rebe bleibt in Christus, das ist das, was sie tut. Die Rebe lässt es vielleicht auch zu, dass Gott es tut, aber da ist was, sie hat ja was ganz, ganz Passives. Eigentlich ist es eine Entlastung. Jesus ist der Weinstock. Die Verantwortung hat sich verschoben zu ihm. Wir sind nur die Rebe. Er lebt in uns, ja, und er wirkt durch uns hindurch. Und das Leben von Christus und uns, das hat sich ja vermischt. Oder vermischt ist das falsche Wort. Da hat sich etwas verbunden. Ja, durch Kreuz und Auferstehung bekommen wir ja Anteil an Jesu Leben. Und von unserem Leben ist etwas nicht mehr da. Das ist jetzt am Kreuz geblieben. Und andersrum aber, Paulus sagt, so lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe schon noch ich selber, aber es ist ein anderes Leben, ein Leben, an dem Jesus Anteil hat, was mit ihm gemeinsam stattfindet. Ihr seid schon rein, das reicht, das hat Jesus auch gesagt in dem Text. Du merkst, ich bin mir ganz sicher, er will uns da keine Angst machen im Sinne von, gib dir mal mehr Mühe. Das ist nicht gemeint, sonst wäre das alles irgendwie unsinnig, was er da tut, was er da sagt. Und trotzdem lässt er diese Schärfe drin und er hätte sie ja, das heißt, er lässt diese Schärfe drin, er formuliert diese Schärfe. Und ich habe mich das schon oft gefragt, warum eigentlich? Er hätte das einfach weglassen können unter uns. Ich glaube, dieser Text würde dann viel öfter zitiert werden, weil er so wunderbar ist und so schön. Aber er lässt diese Schärfe drin. Und warum? Ich kann es nicht wissen, aber ich habe eine Vermutung. Ich glaube, Jesus hat diese Schärfe in dem Text, redet vom Verbrennen, weil er wusste, dass es ein entleertes Christentum geben wird. Ein Christentum, das sich Christentum nennt, das aber mit Jesus eigentlich gar nichts zu tun hat. So nach dem Motto, ich bin Christ, aber was Jesus für mein Leben will, ist mir völlig egal. Ja, und das ist halt absurd. Jesus sagt uns meines Erachtens heute, ja, das ist so, als würde eine Weinrebe sagen, Weinstock brauche ich nicht. Weintrauben mache ich alleine. Einfach so. Plopp. Ja, und das ist halt Quatsch. Das geht nicht. Ohne Weinstock kann die Rebe nichts tun. Ohne Jesus macht das Christsein gar keinen Sinn. Ohne Jesus können wir nicht die Früchte des Geistes hervorbringen. Ohne Jesus sind wir da abgeschnitten vom Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, glaube ich, ist es, was Jesus hier sagt. Ich glaube nicht, dass du das als Warnung hören solltest. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Du feierst Online-Gottesdienst, ja, mit uns. Du tust das ziemlich sicher, weil du hier auf der Suche bist. Weil du möchtest, dass Jesus Teil deines Lebens ist. Und dass das vielleicht auch noch mehr wird, als das heute ist.
Also höre das hier nicht als Warnung. Höre es vielleicht als Warnung im Sinne von grundsätzliche Klarstellung. Sagen wir mal so, Christ sein ohne Jesus, völlig sinnlos. Aber dann höre es als Entlastung. Höre es als Einladung. Du brauchst nicht verbissen zu sein. Du brauchst nicht immer besser und schneller und so zu werden, sondern deine Aufgabe ist es, wie eine Rebe am Weinstock festzuhalten, was selbstverständlich ist. Wo sollte sie sonst hin? Wo sollten wir sonst hin, wenn nicht zu Jesus? Natürlich, wir sollen in der Beziehung bleiben zu ihm. Das ist es, wozu wir wirklich aufgefordert werden. Und dann entsteht Glaubenswachstum, Veränderung im guten Sinne als etwas ganz Natürliches. Gott, der Weingärtner, der nimmt uns auch etwas. Da ist auch eine Veränderung, die vielleicht auch mal schmerzhaft ist. Aber es ist zu unserem Besten. Und es führt dazu, dass Jesus, der Weinstock, Früchte in uns hervorbringt. Darauf sollen wir uns einlassen. Und das ist etwas Großartiges. Das ist etwas, was unser Leben verbessert, was unsere Beziehungen verbessert, wovon auch andere Menschen profitieren. Und es ist etwas, womit du gesegnet sein sollst. Also sei gesegnet mit der Liebe, der Freude, dem Frieden, der Geduld, der Freundlichkeit, der Güte, der Treue, der Sanftmut und der Selbstbeherrschung. Amen. Kommt dir gleich.
der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Ich fand diesen Gedanken total spannend, dass sich vom Alten Testament zum Neuen Testament etwas geändert hat in diesem Bild. Ja. Ja, also im Alten Testament ist Israel der Weinstock. Ja. Sie müssen selber die Früchte irgendwie hervorbringen. Ja. Im Neuen Testament ist Jesus der Weinstock. Es hat sich etwas verändert. Ja. Und für uns bedeutet das, ja, eigentlich das zu tun, was wir in diesem Lied gerade getan haben. Ja. Also Jesus zum Mittelpunkt zu machen. An Jesus nah dran zu sein. Und das hat was unheimlich Entlastendes, finde ich. Ja, und mich hat die Predigt auch sehr inspiriert, auch gerade in diesem Bild. Also noch mal stärker reinzugehen in dieses Gefühl. Also ich hänge am Weinstock und die, was durch mich hindurch fließt, die Kraft, meine Kraft ist die Kraft Jesu. Und die Früchte, die ich hervorbringe, sind seine Früchte. Ja. Und ich weiß, das passt gar nicht in unsere Zeit, weil es immer um mich selber geht und wie kriege ich mich selbst entwickelt und wie kriege ich mein Leben besser hin und so. Ja, stimmt alles, aber es ist ja auch eine Riesenentlastung, zu wissen, es hängt letztlich nicht an mir. Mhm. Und ich bin dem Daniel auch dankbar, dass er diesen Aspekt noch angesprochen hat mit dem Verbrennen. Mhm. Ja, weil ich finde, man sollte diesen harten Worten im Neuen Testament nicht ausweichen, sondern man sollte sich den auch innerlich stellen unbedingt. Und das ist ja eine Erfahrung, die man auch macht, ne? Dass manchmal Dinge einfach weggenommen werden und dass man dadurch aber auch wächst. Ne? Dass man selber selber auch nicht hinkriegt. Und ich erlebe es aber als befreiend. Ja? Mhm. Also er hat ja extra gesagt, nimm es nicht als Gerichtsansage, sondern nimm es als Tröstung. Ne? Ja, ich werde freigeschnitten von dem, also ich will mich ja auch selber trennen von dem, was nicht Frucht bringt. Ja, ich werde freigeschnitten und ich kann wachsen und Frucht bringen. Also dieses Bild, also die Predigt hat mir unheimlich geholfen, stärker in dieses Bild reinzukommen. Ja. Deswegen bin ich ihm auch echt dankbar, muss ich sagen. Total. Ja. Wir müssen keine eigenen Früchte hervorbringen. Wir müssen an Jesus dranbleiben. Ja. So, und seine Kraft durch uns fließen lassen. Und das tun wir am besten, indem wir mit ihm reden. Also lasst uns beten. Lieber Vater, wir wollen wachsen. Und wollen mehr zu der Person werden, die du in uns siehst. Wir wollen, dass du durch uns Früchte hervorbringst. Und in all dem wollen wir nah an dir dran sein. Guter Gott, und in der Stille legen wir all das, was uns bewegt, das legen wir vor dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Beten heißt, sich auszurichten auf Gott. Und manchmal hilft es sehr zu wissen, es beten Menschen mit mir. Ich kann mein Anliegen teilen. Wir haben ein Gebetsteam bei der Kreativen Kirche
Und wenn du magst, kannst du dein Anliegen schicken. Das wird für dich gebetet. Wir haben es gerade erst ausprobiert beim Gospelkirchentag, wo wir gerade herkommen. Da haben wir ein großes Kreuz gehabt. Das hast du gemacht worden, ne? Ja. Und da hingen viele Gebete dran. Und wir lassen jetzt noch einen Sonntag hier in Witten in unserer Gemeinde am Kreuz. Und dann werden die abgenommen. Und dann werden die wirklich alle auch im Gebet vor Gott gebracht. Wenn du Zeit mit uns verbringen möchtest, vielleicht warst du schon beim Gospelkirchentag, vielleicht warst du auch letztes Jahr schon in Volkenroda. Ganz egal, wir laden dich herzlich ein grandioses Wochenende mit uns zu verbringen in Volkenroda. Das ist ein total schöner Ort und wir wollen da eine gemeinsame Zeit haben, voller Austausch und Gespräche, voller Gemeinschaft, voller wertvoller Impulse. Und ich habe das letztes Jahr so wahrgenommen, dass ich unheimlich beschenkt wurde. Und obwohl es ein total intensives Wochenende war, also ich konnte total auftanken. Ja, es war toll, einander kennenzulernen, die Menschen, die uns zuschauen, kennenzulernen, dich mal ein bisschen kennenzulernen. Ja, so. Und wir haben wirklich da einen wunderbaren Ort gefunden, wo sich Tradition und Moderne trifft, ein ehemaliges und aktiv belebtes Kloster. Und wir haben jetzt wieder neu die Möglichkeit, ein paar Einzelzimmer anzubieten. Also wenn wir jetzt aktuell keine frei haben, kannst du dich aber dafür reservieren lassen. Es wird demnächst welche geben. Also schreib uns und dann gibt es eine neue Möglichkeit dafür. Unbedingt dabei sein. Ich freue mich unbedingt auf dich, echt. Ja, wir leben hier, das weißt du, wenn du uns regelmäßig schaust, wir leben von Spenden. Ja? Zu einem großen Teil wird das hier möglich, weil Menschen hier treu spenden und treu sagen, okay, das ist mir wichtig und da gebe ich auch meinen Teil dazu. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann spende gerne und unterstütze uns auch finanziell. Du unterstützt uns aber auch, indem du ein Abo dalässt, indem du die Videos likest, denn das hilft, noch mehr Menschen zu erreichen mit dem, was wir hier tun. Wofür wird das Geld eigentlich gebraucht? Für alles, was du siehst. Es geht nicht nur um Technik zu kaufen, aber auch konkret um Technik. Denn eben sagte Lena, dass dieses Mikrofon einen Wackelkontakt hat. Lena ist die Produzentin. Das hat einen Wackelkontakt. Das heißt, wir müssen es ersetzen, wenn ich hier zu viel mich bewege, haben wir schlechten Ton. Das muss neu. Und es wäre gut, wenn der Blick auf das Konto irgendwie in Korrelation stehen würde mit dem Interesse, das diesem Gottesdienst entgegengebracht wird im Allgemeinen. Ja. Da freuen wir uns sehr. Absolut. Und wir hoffen, dass das Mikro funktioniert, denn wir treffen uns gleich noch auf einen Kaffee und werden uns noch weiter über dieses ganze Thema Wachstum unterhalten. Ja. Und ich bin schon total gespannt drauf, wo du, Matze, irgendwie Erfahrungen gemacht hast, was dich hat wachsen lassen und was wir da irgendwie nochmal ins Gespräch bringen. Ich freue mich drauf. Und wir essen dabei einige von den Weintrauben, so von den Früchten. Ja, so werden wir es machen. Gehe behütet in die neue Woche in deinen Alltag, egal wo du bist, in den tiefen Tälern und den höchsten Höhen, Gott ist schon da. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr richte sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden heute und alle Tage. Amen. Amen. Bleib behütet, wir sehen uns beim Wohnzimmergottesdienst bei Auf dem Kaffee oder wann und wo immer du es willst. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
Kräfte schwinden, wenn meine Zeit angekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Oh, komm und lobe den Herrn und meine Seele sieh, bete den König. Meine